Hallo und zu meinem neuen Video. Ich hoffe, ich schon ziemlich ramponiert. Das ist eine Soviet Collection in Ravensburg. Also ich liebe ja diese Puzzle, die diese Formen haben, einfach weil da die Puzzleteile irgendwie ein bisschen anders ausschauen. Und auch wenn ich jetzt nicht das Bügel aus der Ganze wahnsinnig super finde, obwohl ich meine, das ist schon sehr, aber schon alleine die Herzform. Hat es mir im Auto. Oh, ja, die sind zugeklebt ein bisschen. genau. Das ist eins aus 1999. Heißt Träumender Engel im Herz oder Dreaming Angel in Englisch. Die sind aber nur ein bisschen zugeklebt vom Umzug. Ich habe ja noch ein paar. So, jetzt schauen wir mal rein. Das ist schon wieder, das ist noch Öderspuzzle, das heißt nicht das Ravensburger Blau, sondern nur das grüne Farbblatt. Und da sieht man schon ein paar von den Teilen. Da sind in dem großen Herz kleine Herzen drin, also ähnlich wie beim neuen Eiffelturm, da sind drei kleine Eiffeltürme drinnen. Ich glaube, da sind sogar mehr Herzen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es baue, ob ich es wieder versuche zum Sortieren oder ob ich es einfach so baue. Es ist schon voll super, ich weiß nicht, so viele Teile. Ja, natürlich, die bieten sie meistens auch, dass man es gleich aussucht und das könnte da zum passen und das könnte da zum passen und da ist auch noch ein Herz. Und natürlich sind dann die anderen Teile, die Gegenstücke sind, wo man, oder die Außenrandteile. Ha! Da ist auch noch eins, das gehört wahrscheinlich da dran. Da will man am liebsten gleich die ganzen Teile aussuchen und am liebsten gleich die Herzen bauen. Da ist auch noch eins. Natürlich auch so, dass die. Juhu! Ein Herz! Dass die Teile, die so sind, also die Gegenstücke sind, natürlich auch noch eine schöne Form haben. Das heißt, da hat man Rand und Rand und Randteile. Ja, ein Herz, das braucht gar nicht zusammenbauen, das ist fertig. Ja, ich glaube, ich werde es trotzdem ein bisschen sortieren. Vielleicht sortieren wir die Randteile und die Teile, die den Rand bilden, außer. Also, die Teile mit dem Ding, dann wahrscheinlich die helleren und die zum Engel gehören. Ich glaube, die finden wir auch schon aus und dann halt einfach nur die dunklen und helleren im Hintergrund, die kann man auch so richtig auf einem Ding stapeln. Also ich glaube, das eignet sich wirklich gut zum Sortieren, da werde ich einfach wieder mal sortieren und dann anfangen zum Bauen. Genau. Damit haben wir angefangen mit Nucke quasi. Starten wir das Video und viel Spaß beim Schauen. Ich glaube, ich kann nicht widerstehen und baue mir aber Herzl zusammen. Thank you.
So, da war's für dich. Ja, noch nicht ganz sicher, wie es baue. Ob ich die Herzl schon einbaue. Oder ob ich es herrassen lasse und erst ganz zum Schluss einbaue. Aber dadurch, dass man die jetzt nicht unbedingt ganz hoch hin kann, werde ich das vielleicht einfach gleich mit einbauen. Die Teile sind jetzt diese Teile, die an dem Herzchen dran kommt. Ich weiß nicht, vielleicht weiß ich gar nicht so gescheit, dass es aussortiert habe, weil natürlich wird man die irgendwann einmal brauchen und dann steht man blöd auf, weil man nicht weiß, wo ist die jetzt noch. Die vielleicht ein bisschen gleich sichtbarer machen, damit man mal zugegreifen kann und zwar so. Das sind die ganzen Teile, die am Rand sind, also die mit der Muster und die Randteile. Ein bisschen habe ich es farblich aussortiert, aber ich habe es ein bisschen durcheinander gebracht, weil oben habe ich die schwarzen und die schwarzen auf der anderen Seite und die mitten die ganzen weißen sauber, weil sie glaube ich nicht gescheit aussortiert waren. Die mache ich aber erst später, ich glaube. Ich mache immer gerne zuerst das Innere oder zumindest sehr viel vom Inneren, bevor ich mit dem Rand anfange, weil wenn ich einen Rand habe, dann muss ich irgendwie einmal umschieben und dann ist der Rand so fix und dann kann ich nicht mehr bauen. Da habe ich die ganzen Innenteile. Da unten sind die ein bisschen helleren. Die gelben sind wahrscheinlich so die Haare vom Engel. Das sind so, ich glaube, Haut. Ein bisschen was vom Übergang und das ist ein bisschen vom Hintergrund, aber es ist lustig ein bisschen vermischt. Das heißt, es ist so fließender Übergang. Ich glaube aber, ich fange jetzt mit den helleren und mit den gelben Teilen an. Oder ich ziehe es einfach so da und schaue, was kann ich bauen. Und gehe dann weiter. Genau. Ich würde jetzt dann wieder verschnellen. Genau. Und die Herzl bauen wir einfach mal, wenn wir dabei sind. Okay, dann geht's los. Thank you.
Hallo und hallo zum Ende des Videos. Schaut so aus, als dauert es noch ein bisschen. Aber ein bisschen Zeit zum Quatschen braucht man doch sowieso immer. Ja. Es ist ja wieder ein ödes Puzzle, das heißt, tatsächlich halten die Teile nicht so gut zusammen, dass man es wirklich aufheben kann und reinheben. Ist mir fast lieber eine bewegen. Und es ist ein bisschen schwieriger, wenn man so einen Bereich hat, draufhebt. Grundsätzlich sind die Teile, dadurch, dass es eben ein rundes Puzzle ist, also es gibt eben seltsame Formen drin, die man eigentlich so nicht findet. Und es sind wahnsinnig unterschiedliche Größen von Teilen. Also manche sind richtig, richtig groß und haben so eine Schrägung, dass man schon weiß, was für Richtung, was für Ausrichtung das sein muss. Da kann man die Bereiche schon gut zusammenbauen und ein paar Teile, die sind einfach irrsinnig klein. Aber es ist trotzdem gar nicht so leicht zum sehen, ist das jetzt ganz klar, mittelklar oder groß, und es mischt sich alles sich so ähnlich wie beim Krypt, also nur, dass man halt da jetzt dadurch, dass man die Formen und die Farben hat, natürlich kommt man besser drauf, wo was ist, aber es ist manchmal trotzdem, wo gehört jetzt welche Teile rein, also ist nicht so leicht gewesen. Und natürlich ist es ein bisschen blöd, dass es so groß ist, also rechteckige Puzzlebars passen in meiner Kamera eigentlich ganz gut rein, aber dadurch, dass das herzförmig ist, jetzt habe ich schon ein paar Mal rundherum gedreht, damit man es hoffentlich alles sich sieht. Ich drehe es dann nochmal am Schluss, damit man wirklich schön das ganze Puzzle nochmal sieht. Weil so ist es irgendwie, es passt einfach schwer auf die Kamera. Ja, grundsätzlich finde ich eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, voll nett die besonderen Teile, dass es nicht rechteckig ist, finde ich. Also wenn Teile irgendwie ein bisschen anders sind, finde ich das aber recht lustig zum Bauen. Tatsächlich habe ich diesmal ganz anders gearbeitet, durch dass ich es aussortiert habe. Normalerweise mache ich eigentlich irgendwie mehr den Rand zuerst mit den Blumen, also mit den Borten. Weil das ist ja das, was am Ehren sieht. Und das habe ich mir eben jetzt fast ganz bis zum Schluss aufgehoben. Und dann kommen eigentlich zuerst die Hintergrund, den einfärbigen. Und dann später erst das Baby, also das Engelchen. Heute habe ich irgendwie alles irgendwie anders gebaut. Aber es war eine neue Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine neue Challenge, also eine neue Herausforderung, wo man es irgendwie wieder neu baut. Ja, grundsätzlich ist so wieder die Frage in die Community, also wann ich Community habe, weil momentan ist immer noch sehr, sehr wenig. Wenn es wer mal verirrt und anschaut, baut es auch gerne Puzzle mit Silhouetten oder bevorzugt es die ganz normalen, habt ihr so gewisse Farbschema oder gewisse Brand, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, dadurch, dass ich Ravensburger Puzzle gesammelt habe seit ganz, ganz am Anfang, und die waren bei uns eigentlich immer die Besseren, und die paar anderen, die ich gehabt habe, die haben mich aber so abgeschreckt, dass ich eigentlich wirklich hauptsächlich Ravensburger habe. Ich würde gerne mal ganz anders bauen, aber das ist ja im europäischen Bereich kriegt man gar nicht mehr so viel. Schmidt ist jetzt schon, dass es jetzt besser ist, aber und die anderen, also das sind oft so künstlerisch anmutende Puzzle, wo ich mir denke, und wenn die Qualität nicht passt, mag ich das dann bauen mit so viel Kunst drauf. Da kriegst du ja keine Fantasy-Objekte auf dem Ding, also ich baue so gern so Fantasy-Geschichten. Ja, gerne liken, abonnieren, Notification einschalten, was man sich so tun kann, damit man auf YouTube ein bisschen weiterkommt. Ich würde wirklich gerne von euch wissen, was ist von meinen Video heute, und was ihr so denkt. Ich meine, grundsätzlich ist immer so, man macht ja die Videos zwar für sich selber auch, aber auch für die
das ist anschauen wollen. Und ich hoffe schon, dass irgendwer mal da ist und sie es anschauen will. Tja, damit sind wir am Ende. Das Puzzle habe ich jetzt hübsch herzackt. Das Video dauert nicht mehr ein paar Sekunden. Happy Hoppy allerseits dann und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ah.